Herzlich willkommen zum neuen Part von Let's Play Donkey Kong Country Tropical Freeze. Mit Welt 4-3 Tiefseetourismus geht's nun weiter. Tiefseetourismus hört sich ja mal sehr spannend an. Dementsprechend gespannt bin ich darauf, was mich jetzt in dieser Map wohl so erwarten wird. So, also schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, ich möchte in dem Part hier jetzt mal wirklich den mal aktiv nutzen, um ein bisschen darüber zu reden, wann ich eigentlich so meine Uploads mache, also wann ich das Zeugs aufnehme. Damit haben schon mehrere Leute gefragt, wann ich eigentlich immer so meine Videos aufnehme. Also ob ich jetzt irgendwas Uhrzeiten habe oder ob das jetzt so ganz random ist, so nach dem Motto, wenn du Zeit hast, nimmst du mal was auf. Und ja, da ist... Erzähle ich euch jetzt, wo kommen denn die her? Einfach, wie das bei mir so ist. Denn meistens tatsächlich, wenn ich Videos aufnehme, nehme ich die nachts auf. Abends, nachts, sowas. Also sprich, das ist. Hä? Jetzt doch nicht nach unten. Doch, muss es ja. Hier kam es her. Ach, oder ist es. Ne, what the heck? Wir müssen doch. Ich glaube schon, die, das Ausweis ist eigentlich nicht einfach, aber wir, jetzt geht's hier weiter, ich kapier, okay. Gott, diese, da man es halt das nicht schnell ey! Der große Türken, vor allem, ich wette, dass jetzt hier der gleiche Mitwehrfleck kommt, wenn ich kurz davor verrecke. Oder auch nicht, weil ich es mindestens ein bisschen Mitwehrfleck gepackt habe, was ja auch so weit mal ganz gut ist. Und hier ist ein Donkey Kong Fass, nach dem habe ich es gesucht. Halt. Ah, oh. Schieß, war das gerade laut. Mein PC hat gerade laute Geräusche gemacht. Deshalb mein Ah. Oh. So, jetzt wisst ihr auch da rum. Bis heute. Hey, oh Gott, hab ich habe gar nichts gesehen. Der Burr kam diese kurzfristiges. So, ich habe irgendwie ein Gefühl, als ob wir nach unten müssen. Und ich glaube, ich habe damit auch nicht mal so krass Unrest. Da kann man es doch nur wehtun. Aber vielleicht musste man da einfach mal ein Herz opfern. Ich meine, nur never ever know. Die Quallen sind so ein bisschen komisch. Und ey, ich habe mich auch solche Fische töten können. Ey, die sind, let's say, sehr eigen. Ich mach mal. Komm schnell, Bisch, mein Turz wieder weggeht. Natürlich geht das jetzt genau nicht aus. Und wir hätten das dann direkt danach wieder die nächste Mitwehrfleck gewesen. Es wäre so klar. Und das ist so klar. Weil die einfach direkt danach wieder kommt. Das ist. Das weiß ich jetzt schon. Yay. Also. Aber deswegen das erste Mal in dem Level, das ist verrecke, ich dementsprechend nicht ganz so krass nimm und das soll einfach sein werden. Wobei es dann natürlich noch richtig mehr fail-mäßiger wird, ja, umso weiter es vorangeht, umso fail-reißer wird das einfach noch. Und hier sehe ich keinen anderen Weg, als hier einfach voll krass wie Rambo durchzurammen. Auch wenn man währenddessen getroffen wird und das für einen selbst. Ah! Wie habe ich das jetzt angestellt? Ach, man muss. Ah! Oh Gott. Schieß.
What the fuck, was muss man machen, um... Hallo? Wow. Fuck, war das knapp. Sheesh, das war ganz schön knapp. So, ich hoffe, du siehst bald wieder so ein Donkey Kong Ding kommt und das mindest ein Herz. Wir nehmen auch gerne so ein Dingsballon an. So, und ich glaube, es geht jetzt schon in die letzte Etappe. Wobei hier, oh Gott. Heißt beeilen. Beeilen sich am optimalsten. Nicht treffen lassen. Sagte ich und hab mich getroffen lassen. Aber okay. Der Teil ist, wenn man weiß, wie es geht, eigentlich erst null schwer. Also nicht wirklich schwer. So. Und damit die Ballon immer nehmen, was hier sehr einfach ist. Geht das schon? Und hier ist jetzt dann schnell fahren, bevor die Dinger wieder sprüde werden. Sagt man. Funktioniert auch mehr, manchmal mehr und nie. Hier reicht jetzt wirklich B. Scheiße. Ey! Junge, verpischt es doch. Da. Nein! Da wäre doch das verfickte Ziel gewesen. Als ob, Junge. Als ob. Zack. Also, es ist eine Qualle. Ein Meter vom Ziel weg. Das ist belastend. Ah. Okay. Das hätte mir jetzt erst hier wirklich 2 Minuten. Endgültig jetzt meiner Meinung. Verschwendete Lebenszeit. Ist das jetzt. Und das ist natürlich nicht ganz so gut. Aber jetzt lasse ich mich hier einfach nicht, also hier ist mir jetzt scheißegal. Hier kann es mal sein, dass ich mich irgendwie irgendwo treffen lasse. Bauchhügel, eigentlich, wenn man es... Hier trefft man es immer irgendwann. So, aber jetzt haben wir das Level beendet, ne? Okay, war nur 1 Minute verschwendet Lebenszeit und das Level ist eigentlich nicht schwer. Ich glaube, da manche Level, die sind wirklich sehr einfach und manche. Oh Gott. Die sind total schwer. Das ist. Bisch halt komisch. Aber weiter geht's mit Welt 4-4 Tentaklus. So heißt das Ding. Sagen wir mal, wie schlimm. Das Schwert. Ich bin gespannt. Ja? Ja! Ja! Okay, ich bin erst gespannt. So. Ah ja, ich wollte eigentlich in dem Part ein bisschen auf das Besten kommen, wann ich denn meine Aufnahmen aufmache. Und es ist so, tagsüber stream ist ja, also so 15 Uhr sowas, so um 16, 17, keine Ahnung, wann auch immer, stream ist ja immer so um diese Uhrzeit, ne. Und dann haben sich einige gefragt, wie schaffst du es da auch noch aufzunehmen, Zeit für Freunde des Hulu zu haben. Ja, es liegt daran, dass... Der schläft mal ernst, oder? Kannst du noch mal ran? Ich bin doch gerade echt so dumm. Aber ich finde, dass ja alles so unter Wasser-Style ist. Deshalb mag ich die Welt auch so gern, weil ich mag generell so unter Wasser-Welten. Außer ich treffe mir, lass mich von irgendwelchen Korallen. Oder Erlisse treffen. So, und was ist... Ei. Danke. Achso, und deshalb dementsprechend mache ich meine Aufnahmen. Tatsächlich gar nicht, um, also so irgendwie nachmittags oder so, was einige von euch vielleicht denken, sondern die mache ich tatsächlich nachts. Also zum Zeitpunkt hier der Aufnahme ist das jetzt gerade ungelogen 1 Uhr nachts,
am 21.05. Also dementsprechend, ja, nehme es, normalerweise halt nicht so spät, aber es nimmt halt immer so abends auf. Aber jetzt muss ich einiges voraufnehmen, weil ich zum Teil in der zweiten Ferienwoche unterwegs bin und halt jetzt weiß, dass ich da nicht da bin. Deshalb einfach der Hintergrund, das ist, das Volk ist eben quasi so, das ein bisschen zuvor aufnehmen. Aber sonst gilt auch, normalerweise nehme ich die Parts für die immer so 2 Tage automatisch auf, so, wenn ich eben Videos mache, also 2 Donkey Kong-Parts auf einmal zum Beispiel, etc. Und ach du Scheiße. Und hier muss es einfach nur schnell sein, bevor die Tinte oder er einen erwisst. Oder beides einen erwisst. Wenn mir ein Hashtag. Oh Gott! Nein! Come on! Leider! Gut! Wieder ein Bitverfleck, weil ich habe gerade nämlich einfach nur noch ein Herz. Was halt das denn? Oh Gott, der beobachtet mich. Ich glaube, da kommt noch mal ein bisschen was auf mich zu jetzt. Yay. Oh mein Gott. Komm. Danke. So, bevor das Ding jetzt hier zurückschlägt mit seinen Tentakeln. Ah. War eigentlich bei denen nur geschickt und elegant ausweisen. Was an sich, ich wollte mal behaupten, machbar ist. Ich glaube, der kann seine Griffe, verdammt, und nur dort reinstecken. Und hier ist wieder ein Fleck, finde ich sehr gut. Wo wirklich irgendwas passiert, sozusagen, ne? Also wo halt auch ein Loch ist. Macht da Sinn. Hier ist wieder dieses... Ey! Ach, schön. Da hat es nicht mal mehr die Zeit, mir neue Herzen zu holen. Belastend. Okay. Jetzt haben wir das Ganze halt nochmal in der Stufe nochmal schwieriger. Vermutlich wird das hier auch mehr sein als nur nochmal eine Stufe schwieriger. Ja, das ist besser gesagt mehr als nur eine Stufe. Oh Gott, nein, 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 nein. Ich habe nicht mal viele Leben. Das wird mir. Ah, fuck. Ah. Okay, es muss erst ein kleines bisschen besser aufpassen. Aber dann wird auch nicht der Level hier was. Bin zuversichtlich. So. Man muss halt nur gut aufpassen, dass man die eben keine Scheiße baut. Und dann geht das A. Stichwort einigermaßen Skills in Ausweisen sollte man hier an dieser Stelle schon haben. Sonst wird man in den Level. Diese habe ich leider gerade nicht. Das wird bei dem Level massiv. Gott. Ja, es ist es. Ich kann das heiße gerade einfach nicht ausweisen. Das wird mich bis jetzt anstellen, wie dem hier zum Verhängnis. Oder die Tinte kommt mir holen. Oder an dieser Stelle beides. Yay. Yeah, das zu stellen, da liebe ich das Spiel einfach. So richtig. Weil ich weiß, es mag mich. Und. Es fällt einfach richtig so drum, aber solche Feldstellen, ganz ehrlich, die mögt ihr doch eher am liebsten sehen, das ist doch so. So, Avanti, Avanti, ach komm. Warte, wie kann man dem Zeugs hier logisch ausweisen? Vor allem sollte man halt auch noch B drücken. Einiger, ey, ich kann den Zeugs hier halt erst nicht... Ist halt auswahl. Fuck. Jetzt sehe ich halt wieder hier nur noch mit einem Herzen. Ah. Die Stelle ist wirklich scheiße. Weil hier auszuweisen, das ist nicht einfach. Come on. Babe, now you will get this. And it will be super duper fantastic. So. Und man hat hier verdammt nochmal auch nicht ohne Grund die extra Leben. Wenn man sich das Ganze hier mal anschaut.
ist das verdammt nochmal auch berechtigt. So, und hier muss man direkt irgendwie auf die andere Seite rüber schwimmen. Und wenn man es nicht macht, hat man... Verdammt! Mehr oder weniger habe ich jetzt hier in dem Fall sogar verkackt. Und ich komme wieder hier oben an, habe noch ein Herz und verrecke dementsprechend definitiv. Was habe ich gesagt? Die Stelle ist aber auch erst heavy. Und jetzt kannst du es machen, es ist so oft so probieren, bis es klappt. Weil ich das Level einfach, glaube ich, deshalb nicht überspringen kann. Was ich aber nicht vorhab, aber trotzdem, weißt du, in so Ausweismanövern bin ich verdammt und was heiße. Und ich werde mich hier auch noch öfter aufhängen und treffen. Ich meine, ihr seht das doch jetzt schon, wie krass ich hier einfach an Herzen verliere. Das wird hier oben eben auch nicht einfacher. Vor allem, weil man muss halt auch noch im Blick haben, dass die Scheiße von unten halt auch hochkommt. Da hilft einem auch nichts, wenn man hier probiert, schon genüsslich auszuweisen, weil das ist irgendwann von der Seite nicht mehr ausgeht, bis die Tinte einen dann hochgeholt hat. Aber jetzt kann ich... Was? Ich hatte doch gerade noch zwei Leben gehabt. Musste mal eines Leben jetzt in die verdammte Scheiße. Aber es muss, glaube ich, wenn ich es ein bisschen einfacher angehe, bekomme ich das jetzt auf Biegen und Pressen als noch hin in meinem letzten Versuch. Verdammt. Ich hasse es so. Wenn ich einen letzten Versuch habe, wo es mich noch retten kann. Und ist es. Verdammt. Dann da halt directly so ein hart verkacke. Jetzt, wenn ich es hier. Wenn ich mich hier nicht gerade kernbehindert anstelle. Sollte es passen, ohne dass ich mich nochmal treffen lasse. Ich sag ja, wenn ich mich nicht gerade kernbehindert anstelle, was hier leider completely. Dude, das ist nicht great. Und vor allem kann man dieses beschissene Level selber auch nicht überspringen. Heißt, wir können das Cut nochmal spielen. Aber komm, da wurde es Cut ein bisschen die Stelle hier. Weil ich dann erst. Oh Gott, ich bin doch auf die Seite Das Level ist so belastend. So, aber hier, wenn man es jetzt gut anstellt. Jetzt bringe ich es extra auszuweisen und schön auf die Seite. Und. Dude. Ah, gut, der nächste Level aber frei. Das heißt, wenn wir jetzt dran verrecken, verrecken wir es dran und was soll's. Dann endet das Level hier. Jetzt hat man wieder mit einem Fail. Was da ein bisschen scheiße wäre, aber es hilft nicht. Ah, komm. Ich drang mich jetzt an. Vielleicht habe ich es jetzt auch noch. Ich meine, positiv bleiben. Wir wissen jetzt ja, wo die ätzenden Stellen sind. Und wenn man da nicht gerade reinswimmt, was es aber gerade Sinn macht, ist das dann machbar. So. Hier muss man es halt nur wirklich aufpassen. Und ein Treffer darf es mir erlauben, aber mehr halt. Jetzt darf es mir keine erlauben, sonst bin ich definitiv wieder weg. Das ist klar. Das ist eben dieser Druck, der auf einen steht. Und der mich jetzt auch zum Verrecken bringt. Nein! Aber okay. Dann war das mit dem Level, das. Ja, da wäre nicht mal lang, wir hätten hochsehen müssen, dann wäre es viel gewesen, so. Aber, die haben es ja mehr oder weniger gemacht, ne. Zwinker, zwinker. Also, das war's dann mit dem Part. Hoffentlich sind wir im nächsten Part erfolgreicher. Macht's gut, bis dahin. Und ciao!